In Österreich gibt es derzeit mehr als 200 Lehrberufe. Gerade Jugendliche stehen bei diesem Angebot vor keiner leichten Aufgabe. Lehrlingsmessen sowie der Berufserlebnistag in der Raiffeisen Arena Grieskirchen sollen bei dieser Entscheidung unterstützen. Wir sind überwältigt. Wir haben 45 Anmelder aus dem Bezirk Grieskirchen, Lehrbetriebe, die aus den verschiedensten Branchen kommen. Und der Besucher wird einige Highlights erwarten. Und wir freuen uns schon drauf und es wird sicher ein tolles Ereignis werden. Sie können sich jetzt hier gemeinsam vor Ort bei jeder Firma in der Region erkundigen, was man eigentlich lernen kann in den einzelnen Betrieben. Die Schüler, Eltern sind alle überrascht, was man in der Region für tolle Lehrberufe lernen kann. Die Unternehmer aus der Region sind hier und viele junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen, die einen Job suchen bei tollen Unternehmen, sind vollkommen richtig. Und genau diese Kombination, das wollen wir unterstützen. Das Angebot ist gut, das ist sehr gut sogar. Wir haben tolle Betriebe in der Region und ich glaube, es ist ein Pflichttermin für jeden Jugendlichen, der sich für diese tolle Ausbildung der Lehre interessiert. Die WKU Grieskirchen ist bemüht, das Image der Lehre wieder aufzupolieren, denn derzeit ist das Angebot höher als die Nachfrage. Mit Kampagnen wie Firmenpatenschaften oder regionalen Lehrlingsgipfel soll dem Fachkräftemangel der Kampf angesagt werden. Das Ganze funktioniert halt nur, vor allem weil die Wirtschaftskammer da wirklich dahinter ist und das auch sehr forciert. Neben dem guten Austausch mit den regionalen Schulen ist für die Unternehmen vor allem eines wichtig: Employer Branding. Mit zahlreichen Benefits buhlen sie um die Gunst der besten Lehrlinge. Wir wollen uns eigentlich da präsentieren mit den Möglichkeiten, die was heutzutage zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel jetzt hier die VR-Brille, und möchten uns eigentlich von der Firma her mit allen Materialien und allen Möglichkeiten einfach darstellen. Wir haben da so ein kleines Spiel vorbereitet, wo die Kinder dann die Aufgaben in die Lehrjahr zuordnen können und eine Kleinigkeit gewinnen können. Und ich finde, die Jugend gehört einfach gefördert. Es ist unsere Zukunft. Also ich finde es gut, dass man da verschiedene Berufe probieren kann, dass man ein Gefühl für das kriegt und dass man schauen kann, in welche Richtung dass man dann gehen kann. Ich finde es gut, dass es vor allem kostenlos ist, dass sie die Firmen forschen können und ich möchte noch ganz viel ausprobieren. Eintauchen in das Abenteuer Beruf. Die Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Sie leben ihr Talent.